schon. Wir haben jetzt quasi von, es sind ja vier verschiedene, also haben wir einmal die Super Muscat Color. Ja, Super Muscat Color, genau. Genau, dann sind hier noch die Color dazwischen, da ist ja, haben wir hier Gelb und Rot. Und dann haben wir einmal die, ich glaube, die heißen auch Muscat Color Grande und dann die normalen. Und ich würde mal sagen, wir starten hier mal mit den schönen Truenos, also den blauen. Weil die sind natürlich optisch am Bund der schönsten. Das war ja wie so ein Kanonenschlag. Süß. Hand aus. Der war besser auf jeden Fall. Weiter geht's mit den. Kannst du auch mal hier schön drehen? Die Super Color Musk LED. In zwei Varianten. Machen wir erstmal den gelben da. Bäh. Naja, die waren jetzt nicht so dolle, ne? Und jetzt den roten. Na, ein bisschen mager bis jetzt. Ja, der war ein bisschen doller gewesen auf jeden Fall. Wir machen jetzt die Grande, mach die großen zuerst und dann die kleinen. Kannst du alle schön nacheinander. Oh, den großen. Das ist kein Vorbrenner. Oh, die Lunte ist ja schöne geil. Schöne Lunte. Ja. Doch. Ach, das ist so ein bisschen Gold. Boah, piepen. Der war gut. Krass, mach mal den nächsten, hau den mal weg. Schöne Lunte. Der wird das ging aber ein bisschen sehr schnell. Ja. Und dann machst du mal die kleinen Nadeln. Ah, die kleinen Nadeln. Alter, die Lunte ist echt geil. Ja, gut. Echt gut etwa. Aber relativ teuer sind die halt, Leute, ne? Also alles schon hochpreisig. Aber ist halt auch handgefertigt, ne? Ja, spanisch. Ja, sind schon ganz geil. So, ihr seht's, jetzt geht's weiter. Genau. Deutliche Steigerung, merkt man. Auf jeden Fall, das merkt man deutlich. Atzig, Alter. Wo die Vorbrenner teilweise wirklich abgehen. Ja. So, und wir beenden das Ganze, Leute, mit den schönen, geil aussehenden Super Muscat Color. Ja. Ja. Wenn man mal was Besonderes will, ist das eine ganz besondere Schule.